Technik hat sicherlich auch ihren Platz in dem Portfolio an Lösungen. Zum Beispiel werden wir mit Sicherheit Recycling brauchen, um die Plastikkrise in den Griff zu kriegen. Es wird aber nur 20% der Lösung ausmachen, wie wir von wissenschaftlichen Simulationen wissen. Und an allererster Stelle stehen nämlich Maßnahmen, die Plastikproduktion zu mindern. Damit können wir ja um 50% der Plastikverschmutzung in der Umwelt drosseln. Und das ist auch die günstigste Variante weltweit gesehen.